Ja, hallo und herzlich willkommen zu Production Line. Ein schönes kleines Spielchen, was man zwischendurch spielen kann, weil es einmal schnell startet und natürlich, weil man kommt auch wahrscheinlich schnell wieder rein, wenn man sich so eine Fabrik anschaut. In diesem Spiel geht es darum, ein Automobilhersteller zu sein und eine Fabrik aufzubauen, sehr detailliert sogar, dass man also in der Fabrik an sich sogar rumbauen kann. Und in diesem Spiel muss auch sehr viel noch erforscht werden. Da ist es wichtig, wie man vorgeht, was will man zuerst erforschen, was macht da Sinn. Und ich versuche ein Spiel zu starten, beziehungsweise ich starte ein Spiel und versuche das gut zu starten, sagen wir mal so. Und wir haben verschiedene Einstellungsmöglichkeiten hier. Einmal können wir also vier verschiedene Modis auswählen für jede Map. Es sind alle freigestaltet. Ich könnte also jede Map starten. Wir sehen auch hier eine ganz kleine. Zumindest sieht es so aus. Aber vielleicht liegt das an der großen Umgebung. Da 26 mal 27, 14 mal 63. Also es gibt unterschiedliche Hallengrößen hier auf jeden Fall. Fangen wir einfach mit der Small Factory an. Weil würde eigentlich vielleicht reichen für uns. Wir können es auch bearbeiten. Das heißt sogar tatsächlich, dass wir hier uns ein Büro erstellen, wir können Büros vergrößern, wir können also hier alles so verändern, wie wir es gerne hätten. Und das heißt zum Beispiel die Verkaufs- oder die Exporte, die Importe, das alles, diese Stellen kann man aussuchen. Was ich damit jetzt meine, ist vielleicht noch ein bisschen unklar, aber wir wollen einfach jetzt ein Spiel starten. Und das in der Sandbox. Sandbox ist ja sonst immer, dass man alles an Geld hat. In den meisten Spielen ist das der Begriff für, bau drauf los, mach was du willst. Aber hier ist es so, man arbeitet hier oder hat kein Ziel, steht auch hier, aber hat Gegner. Beim Szenario ist ganz klar, dass wir ein Ziel haben und beim freien Spiel hatten wir ohne Gegner, ne? Da spielen wir dann ohne finanzielles Limit, ohne Wettbewerb und bei dem freien Spiel aller Technologien müssen wir auch nicht mal mehr forschen. Das ist dann quasi eher so die Sandbox, kann man sagen. Aber deswegen ist hier Sandbox das Richtige, was wir spielen und wir legen los und ich möchte euch das Spiel einfach Stück für Stück näher bringen und ich hoffe, ihr habt da Spaß dran und wir werden eine Firma erstellen, die natürlich etwas aus Friesisch rüberkommt. Das heißt, dass wir jetzt hier zum Beispiel wir sind die Ostfriesischen Motorenwerke. Mit dem Vogel hier natürlich als Möwe oder sowas, ne? Wie ich das öfters mal mache bei solchen Spielen. Habe ich das schon mal gemacht? Weiß ich auch nicht. So, wir haben eine Fabrik. Wir können rauszoomen und diese erste Halle ist frei. Den Rest müssen wir noch dazu schalten. Ist aber so, dass das erstmal gesperrt ist. Das müssen wir erforschen. Dann haben wir hier eine grüne Fläche und eine ganz große Halle. Die grüne Fläche ist unser Büro. Da können wir dann die Forschungseinrichtung gleich platzieren. Dann haben wir hier Importeure. Das sind diese Fenster. So sehen aus wie Fenster. Dort werden Teile importiert. Das heißt, wir bekommen von den Zulieferern hier durch die ganzen Teile für unsere Fahrzeuge. Und wir können Autos verkaufen, einmal durch diese Tür und einmal durch diese Tür. Durch die Tür verlassen die Autos die Fabrik und landen in der Verkaufshalle. Jetzt ist es eigentlich die Idee, wie man das vernünftig aufbaut, von oben nach unten oder von links nach rechts. Und das alles muss ich euch in Ruhe erstmal erklären, deswegen pausieren wir das Spiel, damit wir das auch hier ordentlich machen können. So, Musiklautcheck ist schon sehr, sehr ruhig, aber dennoch ist mir das gerade ein bisschen zu laut. Und wir übernehmen das so. So geht's. Ja, wir haben auf jeden Fall von der Produktion her so alles angelegt, dass es oben losgeht. Nee, ja, nicht ganz oben. Dann haben wir die Förderbänder für Material, Förderband fürs Auto, also die Dinger, die man immer brauchen könnte. Intelligenter Anschluss haben wir noch nicht, brauchen wir noch nicht. Und dann ab hier von diesem Punkt, auch was hier so gelb-schwarz schraffiert ist davor, bis zum Export ist eine Produktionsstrecke, die wir komplett bauen können. Und diese Produktionsstrecke ist am Anfang sehr einfach zu montieren. Wir müssen einfach von jedem einen hinsetzen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mit der Elektronik 8 Bausätze, die unterschiedlich groß sind. Ne? Ihr seht das, also die ist schon recht groß. Lackierung ist auch nicht klein. Elektronik ist natürlich kleiner. Und ja, das ist natürlich aber nicht alles bei dem Spiel. Wir können später die Fahrgestellmontage unterteilen in Achsmontage, Fahrgestellmontage und in Benzintankmontage. Dabei könnten wir aber später nochmal die Achsmontage nochmal unterteilen. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir genug Platz haben, vielleicht zur Seite auszuweichen. Ne? Also wir fangen erstmal an und haben ja noch nichts erforscht, deswegen können wir auch hier die Karosserie noch nicht zerlegen in kleineren Teilen, aber wir sollten uns das so anlegen, dass wir genug Platz haben. Das heißt jetzt, wenn wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dinge haben, dass wir die so platzieren, dass jedes Ding, ja gut, Export ist ganz klar, kommt hier so dann hin oder da oben.
Qualitätssicherung wird sie auch später zerteilen lassen in weitere Funktionen. Und mein Ziel ist es eigentlich, das so zu machen, dass wir eine Produktionsreihe vielleicht in diese Richtung machen und später die Unterteilung dann immer nach links und rechts ausweichen, also zur Seite ausweichen können. Würde bedeuten, dass wir zunächst einmal vielleicht in diese Richtung gehen und dann hier hin ausweichend und wieder zurückbringend dann alles so platzieren können. Habe ich als Idee. Versuchen wir es mal. Ich habe das zwar angespielt, aber so gut kenne ich das auch noch nicht. Wir werden also dementsprechend ein Förderbandsystem von hier starten lassen, welches dann am Ende dann da hinten landet, genau gegenüber. Wir lassen ein bisschen Platz, damit wir zumindest uns nicht zu doll einengen vielleicht. Dann nach Karosseriemontage, da können wir die Fahrzeuge auswählen. Ich weiß noch nicht, ob wir hier zum Beispiel zwei Fahrzeuge auf einmal bauen können oder so, aber das schauen wir uns dann später alles in Ruhe an. Zunächst einmal bauen wir eine ganz normale Reihe hier mit vielleicht einer Lücke dazwischen. Erkläre ich auch gleich warum. Und jetzt brauchen wir die Lackierung. Die Lackierung braucht keine Lücke. Genau wie die Motormontage braucht keine Lücke. Dann machen wir Zubehör eine Lücke. Und die Elektronik und also Export kommt hier so hin. Qualitätssicherung setzen wir erstmal ohne. Doch, könnten wir schon mit ein bisschen Abstand machen. Dann können wir das für später super unterteilen. Sprich, einmal Förderband weg, Förderband wieder hin. Und die Elektronik, die können wir gar nicht zerteilen. Das heißt, die kann ruhig vor der Qualitätssicherung so stramm dranbleiben, wenn denn da alles da durchgehen soll. 2 Minuten, 5 Minuten, ja, wir können das ruhig so machen. Ich lasse aber einen frei, vielleicht doch noch. Oder zwei. Dann haben wir Förderband hin und her und machen wir das so. Okay. Hier habe ich, also hier ist es später so, dass wir die Förderbänder natürlich nach links bringen, um dann woanders, dass sie woanders abgearbeitet wird und dann wieder, kommen sie wieder hier so lang. Deswegen ist es jetzt hier so als zwei, ne? Zwei Systeme hier. Das gleiche für, gilt auch für hier so, damit wir einmal nach da ausweichen können und wiederkommen können. So ist die Idee und, wichtig zunächst einmal, die Förderbänder müssen auch immer in die richtige Richtung gezogen werden. Das heißt, wenn ich in diese Richtung ziehe, seht ihr auch die Pfeile. Dann laufen auch die Autos genau in diese Richtung da lang. Ganz wichtig. Das machen wir jetzt hier. Und dann haben wir... So, jetzt ist hier keine Verbindung. Man muss das schon so verbinden. Ich weiß gar nicht, das Auto wird einfach stehen bleiben. Man kann das aber auch dann ja später erkennen. Ja, jetzt haben wir die erste Produktionsstrecke fertig. So, ich habe diese drei eng zusammen gemacht. Einfach aus dem Grund, weil die drei auch gleich lange brauchen. Wenn wir es anklicken, sehen wir es. 22 Minuten, hier sind es 34 Minuten und hier sind es 33 oder 31 Minuten. Und dieses Ding hier braucht bloß 12 Minuten. Das heißt, dass wir eigentlich theoretisch aus dem hier zwei Autos rauskriegen könnten, ein Förderbandsystem komplett daneben parallel packen bis hierhin. Und dieses Förderband braucht oder diese Station braucht 14 Minuten. Aber ab hier kann es ruhig wieder eingleisig laufen. Später sehen wir es hier 2 Minuten. Auf jeden Fall ist das hier diese Aufhaltestrecke, die wir dann entlasten können, weil wir die einfach parallel daneben hinziehen könnten. So. Jetzt geht es weiter. Wir haben jetzt die erste Strecke fertig und wir bauen das erste Auto gleich. Wir können das Auto hier auswählen. Das ist der Verkaufsraum. Nein, hier wählen wir es aus und wir können den Preis anpassen. Das machen wir erstmal höher und wir müssen aufpassen, weil es ist folgendermaßen vorgesehen. Die Automodelle sind immer gleich. Ne? Wir haben aber durch den Preis können wir entscheiden, ob das jetzt Luxus, Oberklasse, Mittelklasse oder Kompakt ist. Wir werden bei der Kompaktklasse erstmal bleiben, weil meistens da die Kundenzahl höher ist, aber für 23.500. Das ist so der Maximalpreis. Wir können das Auto auch umbenennen, machen wir das mal. Und nennen dieses Auto, ich weiß noch nicht, für mich, wie ich das systematisch mache. Vielleicht können wir ja ein paar Tiernamen nehmen und Kompaktklasse ist ja ein kompaktes Tier. Dass wir vielleicht irgendwelche Tiere an der Küste, das ostfriesische Tiere sind ein bisschen wenig. Aber unsere Firma heißt ja die Ostfriesischen Motorenwerke. Das Auto ist ein... Ich finde es echt schwierig, so einen Autonamen sich auszudenken. Nehmen wir Buchstaben, sowas wie A3 oder ein Ostfriesischen Motorenwerke. Es ist ein OMW. Ne? Passt ja. Machen wir OMW und dann K1. Kompaktklasse 1 fürs erste Modell. So machen wir das. K ist immer Kompaktklasse. Sehr einfach, ne? Und, aber wir haben eine Limousinen-Kompaktklasse. Ne? Also ein LK1. Ne? Ah, voll die Abkürzung hier ist doch der Hammer, ne? Klingt das gut? Weiß ich noch nicht, wir können es immer noch ändern. Aber so nennen wir das Auto. Und dann
sehen wir den Markt und da sehen wir immer, wir haben immer Limousinen, ne? Also Limousine, deswegen L, Kompaktklasse, LM, also LO würde auch später existieren. Und jedes Modell später, wir können später Sportwagen, SUVs und so machen, die tauchen dann alle hier auf und wir können, das was ist rot markiert, diese Modelle machen. Allerdings haben wir nicht genug Materialien, um jetzt eine Luxusklasse zu bauen oder so. Da hätten wir, müssen wir natürlich bessere Ausstattungsvarianten haben. Mittelklasse kriegen wir vielleicht nochmal hin, wenn wir ein besseres System haben, aber mehr erstmal nicht. Wäre sonst ein bisschen, ja, unrealistisch, falsch, wie auch immer. Und wir werden jetzt noch, ganz wichtig, in die Forschung gehen. Das heißt, wir müssen zu unserem Büro und da jetzt ein paar Forschungsbüros platzieren. Das Büro ist noch nicht recht groß, aber es reicht vollkommen aus, um erstmal eine Reihe Forschungslabore zu setzen. So, denke ich mal, können wir gut starten und dann wählen wir die Forschung aus. Und zwar haben wir hier jetzt wieder Erklärung. Ich erkläre am Anfang immer ein bisschen viel, aber dann wisst ihr auch, warum ich was hier tue. Wir haben drei Forschungsbäume. Das Autodesign erstmal ganz einfach erklärt, kann man sogar es selbst erklären, wenn man das so sieht. Man kann hier also die neuen Modelle dann kreieren und aus dem SUV noch ein Pickup machen, aber die Forschungspunkte, ihr seht es auch sehr viel, ne? Prozesse ist das nächste. Das heißt, in der Fabrik können wir dann zum Beispiel die Fahrwerksspezialisierung machen. Wenn wir die hätten, dann haben wir definitiv, sind wir soweit. Ich gehe wieder raus. Zeige euch das hier, Fahrgestellmontage, die wird dann auf jeden Fall freigeschaltet hier und wir können dann das in Stücke zerlegen, also sprich in diese Richtung dann gehen, mit so einem Fördersystem und wieder zurückkommend und dann haben wir alles kleinschrittiger und durch diese Kleinschrittigkeit können wir die Autos besser individualisieren. Das seht ihr auch jetzt, wenn wir wieder in Forschung reingehen, ne? Also hier ist alles mit Fabrik und Büro. Wir sehen auch hier Verwaltung können wir machen oder auch Strom. Und weil Strom teuer ist, will ich sogar zuerst unsere Kosten reduzieren. Also Strom erforschen. Das machen wir gleich zuerst. Danach müssen wir gucken, dass wir ja, unsere Fahrzeuge hier verbessern. Das sind alles Systeme fürs Fahrzeug. Bloß wir können nicht einfach so drauf losforschen. Das heißt, wir können das Antiblockiersystem vielleicht erforschen, benötigen aber die Felgenspezialisierung. Die Felgenspezialisierung ist wiederum etwas, was wir hier in den Prozessen finden. Und dazu bräuchten wir dann zunächst einmal, ich glaube, ja, hier sehen wir Felgenspezialisierung. Dazu bräuchten wir die Motorspezialisierung, damit dann die Felgen auch freigeschaltet sind. Alles ein bisschen komplex, aber so ist das Spiel. Und das Spiel ist ja forschungsbasierend. Und ich kann durchaus verstehen, es gibt Leute, die wollen immer alles haben, aber es geht halt nicht. Wir müssen uns auf etwas fixieren und was sehr gut am Anfang funktioniert, um die Fahrzeuge zu verbessern, ist die Elektronik, weil die Elektronik zunächst einmal gar nicht so, ja, die wird gar nicht weiter unterteilt. Wir haben dann, wo ist die Elektronik? Da komfortabel ist, da mit den, wo sind die Lautsprecher? Da! Nee. Ich finde gerade nicht die Elektronik. Ach hier, da. Entertainment-Merkmale. Ja. Das System können wir bauen und auch gleich einbauen, weil wir die Elektronikmontage ja auch schon haben. Und wir müssen nur diese Elektronikmontage upgraden. Und bis auf Touchscreen geht das schon mal ganz gut. Dann können wir noch zur Not, ich glaube, da war noch irgendwo etwas, GPS können wir auch nochmal erforschen, aber das kostet auch schon wieder 2400 Punkte. Und wir sehen, wir sollten eigentlich sehr schnell das Kleine erstmal machen. Ein Entertainment-System ist ja nun auch nicht viel an Forschungspunkte, bringt uns aber vielleicht schon mal etwas mehr ein, weil das Auto besser wird. Lederausstattung sehen wir schon. Wir sollten danach anfangen, uns für etwas zu interessieren, vielleicht für die Umweltspezialisierung. Schaltet diesen Slot frei, Klimaanlagemontage. Ich weiß gar nicht, wo dieser Slot freigeschaltet wird. Steht da jetzt gar nicht. Heizung wird freigeschaltet. Benötigt die Automatur. Also Klimaanlage geht vielleicht auch so irgendwo noch nebenbei. Hier müssen wir dann aber schon die Sitze spezialisiert haben. Sprich, der Prozess, ich weiß gar nicht, wo Sitze, ja, Zubehörspezialisierung müsste dann schon freigeschaltet sein. Und das ist halt auch die große Frage, was wir machen. Ob wir Zubehör, was sehen wir denn? Armaturenspezialisierung geht auch nochmal. Aber Zubehör ist vielleicht auch recht groß. Schauen wir mal, Zubehör sehen wir hier. Und da gibt es dann 1, 2, 3, 4. Also gibt es einige Sachen. Wir können auch den Motor machen. Dann können wir auch neue Reifen aussuchen. Ist immer schwierig, wo man sich denn erstmal drauf schmeißt, sage ich mal so. Aber wir werden zunächst die Elektronik machen. Und ein Auto ein bisschen verbessern, ne? Das ist das erste Ziel. Was jetzt noch fehlt, bin auch noch gar nicht fertig, wir müssen jetzt noch die Importieranlagen bauen, das heißt, dann nehmen wir einfach die beiden Fenster, die hier auch vorhanden sind, das auch ruhig, und jetzt können wir die, ja, verbinden. Dazu machen wir es mal ganz einfach, wir machen hier in beiden Richtungen erstmal so eine Wurst durch. Ich finde,
Dann haben wir auf jeden Fall, es kostet zwar vielleicht unnötig Geld, ich weiß gar nicht wie teuer, 1800 ist schon viel, aber wir wollen auch, dass die Förderbänder hier alle gut versorgt sind und deswegen machen wir das so. Dann haben wir einen Strahl dadurch. Wir können nochmal hier verbinden vielleicht. So, dann können beide Importierer da ganz gut arbeiten, denke ich mal. Und wir können jetzt die Zeit auch laufen lassen. Ruhig auf schnell. Keine Angst, ihr verpasst nicht viel. Jetzt kommen hier die ganzen Bauteile sausen hier lang und werden überall platziert an diesen Punkten. Und hier wird schon losgelegt. Das erste Auto wird zusammengeschweißt. Und den Produktionszeitplan, den können wir auch einstellen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier vielleicht noch Mängel, Ausstattung, achso, ja, wir könnten jetzt das anklicken und sagen, ja, Zeitplan ändern, aber das geht gar nicht. Upgrades, extra Roboter, damit er schneller arbeitet, das wäre vielleicht interessant für diese Linie. Upgrades, extra Roboter, dann Geschwindigkeit, 10%, Stromverbrauch steigt dann. Aber wir sehen 10% bei 30 Minuten, 10% nach meiner Erfahrung, sage ich mal, sind es 3 Minuten. Aber wir kriegen das halt ein bisschen schneller. Ich weiß gar nicht, wer denn 34, der müsste auf jeden Fall, vielleicht reicht dann auch da einer. Ne? Ja, oder die beiden kriegen dann 10% mal. Dann wird es wieder ein bisschen schneller. So. Ja, die Ausgaben waren schon recht hoch, wie ihr seht das, wir sind fast bankrott, kann man sagen, und ist aber nicht tragisch, wir können auch jederzeit einen Kredit aufnehmen, was wir auch machen müssen, weil sonst kommen wir gar nicht vorwärts. Wenn wir jetzt darauf warten, bis wir alles verkauft haben, dann ja, dauert das echt eine Weile. Und jetzt hier die Qualitätssicherung ist gleich abgeschlossen, das erste Auto, ich glaube, das ist sogar das erste, wird gleich da auf dem Markt sein und die, da, Kunden, oh, das will ich eben sehen, so, warte, bevor der verkauft wird. Schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis, sagen 22% der Kunden. Deswegen kaufen 22% der Kunden den nicht. Falscher Karosseriestil, 67, das ist sehr viel. Also sollten wir versuchen, die Karosserie zu ändern. Unzureichende Ausstattung geht, das sind 11%. Im Verkauf von allen Kunden, die Fahrzeuge angesehen haben, waren 10 Stück. Und das sind halt die Kundenmeinungen. Von diesen 10, wie sollen denn von 10 Stück 22%, aber ist egal. Kauf, ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht gut. Das hat dann einige abgeschreckt. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht den Preis reduzieren können. Aber auf jeden Fall müssen wir den Karosseriestil verändern. Und aber wir sehen aber auch, dass wir die Marktkosten für die Konstruktion, Fixkosten, ich weiß nicht, aber das sieht gerade nicht gut aus. Wir können das auch nicht günstiger machen. Dann müssen wir zurzeit einfach sagen, heben wir einfach den Preis an. Erstmal müssen wir ja Gewinn machen. So. Und das steht jetzt still hier, ne? Das ist natürlich auch nicht so gut. Das eine Auto kommt da an und ja. So, wir müssen die Auslastung vielleicht hier hinten erhöhen. Also sollten wir doch noch ein anderes machen. Ah, wir können jetzt wähle die Forschung danach. Okay. Ja, wir wollen jetzt vielleicht auch die Technologie mal ein bisschen vorwärts bringen. Das heißt, das Soundsystem, wo auch immer das jetzt war, es war hier. Und ich gucke mir nochmal die Mängel an. Schlechtes Preis-Leistung sagen jetzt 10%. Das ist jetzt auch ein Mittelklasse-Auto. Und der Karosserie-Stil gefällt immer noch den Leuten nicht. Also, naja, vielleicht werden wir trotzdem die Autos los, meine ich. Wir können ja mal gucken, auf dem Markt sieht das wie folgt aus. Wir bieten jetzt gerade unsere Mittelklasse an. Wir haben zurzeit 7 Kunden pro Stunde. 60% oder 60 Kunden kommen generell und die verteilen sich auf alle diese Autos. Und wir haben gerade Marktanteil 0 noch. Auf jeden Fall haben wir noch keine Autos verkauft. Produziert pro Stunde 1. Ne? Kunden pro Stunde, also wenn jeder siebte Kunde ein Auto kauft, sind wir erstmal gut dabei. Aber wir sind jetzt gerade im Mittelklasse-Segment unterwegs. Ohne dass wir was geändert haben. Ne? Wir haben einfach den Preis erhöht. Aber dadurch können wir das uns auch erlauben. Ihr seht das, 18.000 verdienen wir jetzt. Vielleicht haben wir auch jetzt mittlerweile die... ja, jetzt kann es auch wieder Kompaktklasse werden. Und mein Ziel ist es eigentlich sehr schnell, auch ein Mittelklasse-Auto anzubieten. Ich weiß nur nicht, ob das so viel Sinn macht mit der gleichen Ausstattung. Ne? Das ist auch immer schwierig. Und ja, das soll es auch gewesen sein aus der ersten Folge. Also die Produktion läuft und wir müssen jetzt nur noch anfangen. Was heißt nur noch? Wir müssen uns jetzt verbessern hier. Spezialisieren, verbessern durch Forschung. Und ich habe immer noch
Doch, jetzt sind einige verkauft worden. Falscher Karosseriestil, also da unzureichende Ausstattung. Das heißt, wir müssen definitiv dafür sorgen, Karosserie schnell zu verändern, schnell freizuschalten. Das machen wir auch. Und Ausstattung kommt ja bald dazu, ein paar Lautsprecher mehr, dann sind sie vielleicht ein bisschen zufriedener. Aber ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es hier weitergeht bei den ostfriesischen Motorenwerken. Schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn es etwas zu schnell war oder so, dann sagt ruhig Bescheid. Ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Schönen Dank, bis dann. Ciao, ciao.